So, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Ever Crisis. Ich weiß, ich spiele das relativ selten, aber man sieht ja an den anderen Projekten, dass sie die auch sich ein bisschen verringert haben. Dementsprechend, Gacha Games sind da jetzt nicht auf meiner Prioritätsliste. Können wir jetzt ein bisschen weiterspielen. Ich habe gerade versucht herauszufinden, wie viele Kapitel seit dem letzten Mal hinzugefügt worden sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß, Crisis Core hat jetzt Kapitel 3 bekommen. Zum aktuellen Zeitpunkt. First Soldier hat auch ein paar Kapitel. Nicht viele. Und wir sind in Kapitel 5. The Wide, Wide World. A Far Away Land. Und ich dachte mir, da können wir auf jeden Fall reinschauen. Wow, this place is huge and the planets feel so powerful, so alive. Yeah. But it must sense the destruction to come. Huh? How can you know that? My sense of smell is better than that of you humans. Ha, so that's how it is, huh? Come on, don't fight. We're supposed to protect the planet together, remember? Sephiroth was spotted heading to the Mithril Mines. Let's go. Oh nein, es sind Dodos mit Händen. Schaut, Arthur's Monsters? Nein, das sind Dodos mit Händen. I told you this wasn't going to be easy. Er sollte ja kein Problem darstellen. Blood Taste. Okay. Und eine Bezeichnung für Viecher. Und mehr Dodos. Haben sich da auch Dinger zusammengewürfelt aus den verschiedenen Tieren, ne? Erinnere mich auch ein bisschen an dieses eine Vieh von Monster Hunter, was die ganze Zeit einen Stein oder ein Ei rumträgt. Okay, die haben irgendwie alle automatisch das Level abbekommen scheinbar. Weil gelevelt habe ich die ja nicht. Is everyone okay? I'm fine. Me too. I just need a moment. We are not inside the walls of Midgar anymore. No telling what we will run into out here. Make sure your gears is in order. Ich kann nicht mehr reden. Let's keep moving. Oh, hey, stay back, dummy. I said go away. Jesus ignoriert. Cloud, she's in danger. Let's go. Ist ehrlich, die war vielleicht 5 Meter vor uns, die hätte uns sehen können. Warum rennt die in die andere Richtung wieder? By the way, ich habe das Buster-Sword beim letzten Mal ein bisschen erhöht, dementsprechend sieht das aus. Puh, just in time! Wow. Huh? Where did she go? Gotcha! Hey, my money! Kämpfen wir jetzt gegen Yuffie?
Okay. If you want it back, you will have to pry it from my cold dead hands. Wow. So habe ich mir ihren Auftritt nicht vorgestellt. Hey, are you listening to me? Whatever. Ich mach mal auf langsam. Weil sie ja Hauptcharakter ist, glaube ich. Mysterious Ninja. Ich werde wahrscheinlich auch im normalen Spiel, also in FF7 und FF7 Remake, wahrscheinlich ein Hauptcharakter, ja? Effekte machen. Das war ein Tritt. Wollte gerade im letzten Moment noch wieder auf schnell schalten, aber ich habe befürchtet, dass da vielleicht noch eine Szene kommt oder so. Weißt du ja nicht bei den Spielen. Okay, alle nochmal 2 Level mehr. Warum auch immer. Bestimmt wegen Story Progress. Oh, come on, it's not fair that there are so many of you and only one of me. You started this, remember? You spiky-haired jerk! I want a rematch, let's go! You wanna go? Fine. Fine, how about a game of tag? Or maybe hide and seek? Stop making fun of me! We're in a hurry. If you have something to say, just say it. I have been saying it, you just have been listening. Like I said, I wanna fight you again! If I win, you join my crew. If you win, I join your crew. I'm Yuffie. Good to meet ya. So you really want to join us, huh? What? You wish? Cloud, what do you say? Whatever. Wow. Einfach ignoriert. Wait a minute! Well, crap, that didn't go as planned. But I'm not giving up. Quit it! I told you to go away! Hey, isn't that... Hello, are you seriously gonna ignore me? Well, why should we help you when you're just going to make us regret it? I promise, I'm really sorry about that, really, please? Cloud, what do you think? Fine, let's help her. Das ist doch der gleiche Vogel wie vorher, oder? Können wir aber auch schnell machen. Damit der Leprechaun. Ja, Leprechaun. Schneller weg ist. Auch nicht schlecht. Ja, passt doch gar nicht in die Scheide, die er daneben passt. Okay. Zugeben, da sind schon Schwerter drin, aber egal. Details! Ich
Tote gesammelt. Okay, Glenn 34, warum auch immer. Don't let your guard down, she's still around here somewhere. Where the hell did she go? Gotcha! Hey, she stole my money again! Tifa's pissed. Okay. One more time, let's go one more time! What's the matter? Scared, are ya? Whatever. Jetzt können wir ein bisschen schneller machen, wir haben ja den Fight quasi schon gehabt gerade, langsam. Okay, das ist zwar neu, aber es ist auch nicht so wichtig, das langsam zu sehen, ne? That's twice you have beaten me. Are you okay? Just take a breath. Well, a promise is a promise. I guess I will join your crew. I don't remember making any promises. Hey, yeah, impressive, right? During the war, I took down a boatload of soldiers with just my bare hands. I'll bet. Well, now that I'm one of you, you can count on me for... Wait a minute, no one said you were one of us. Oho, is that really how you want to play it? Look, if you don't accept me now, I will just follow you around forever. Is that what you want? Alright, what do we do? It might be wise to keep her where we can see her. Right, fine, you're in. Yes! Lustiges Kapitel auf jeden Fall. Die Animation von ihr. Hey guys, hang on, wait for me! Wow. Hey, before we leave, can I go and see a friend one last time? Fine, but make it quick. Thanks, you're the best! They should be around here somewhere. What's that? I think they are in trouble. Hurry this way. Oh no, please, we have to help the chocobo. They are my friends. Don't worry, I won't let Monster bully something so adorable. Come on, Cloud!
Und wieder einen Grund in den Kampf zu ziehen. Yeah. Die Kampfumgebung finde ich haben sie schön gemacht hier in Bergen. Ich würde sagen, so ähnlich würde wahrscheinlich bei Final Fantasy 8 das auch aussehen, wenn sie es neu machen würden. Die hatten ja auch da so etwas mit Gebirgen im Hintergrund. Würden sie halt auch einfach ausmodellieren und halt im Hintergrund so platzieren wie das hier auch. I'm glad you're okay. Quick, quick. Make sure you stay away from monsters, okay? Quick. Hey, you're so cute. I know, right? See, I come with certain perks. If you leave, will they be all alone? Don't worry, there's a chocobo farm nearby. They won't be lonely at all. I have to go away for a while, but I promise I will come back to see you. Take care until then, okay? Quick way! Kapitel ist echt wholesome. Having learned of Sephiroth's whereabouts, Cloud and the others cross the marshlands by Kokobo and arrive at the entrance to the Mithril Mines. This is Midgar Solom. Amazing. What the hell? Did Sephiroth do this? We're going up against someone capable of that? I think it's best we keep moving. Right, let's go. Oh! Ich hab ganz vergessen, das ist ein Spiel, ich darf spielen. Firebreak, okay. Oh, die kriegen auf jeden Fall irgendwie Levels, die anderen Charaktere. Die leveln wohl bei Story mit. Kann ja auch Point and Click machen oder es lassen. Okay, 100 blaue Kristalle. Da geht's weiter. Habe ich aber sowas wie eine. Also sowas wie eine Karte? Nee. So eine Mini-Karte wäre jetzt gut, dass ich sehe, ob ich in einer gewissen Richtung alles gemacht habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Karte gab. Ist das wirklich nicht dabei gewesen? Enemy? Nee. Ups, das wollte ich nicht. Gut, dass ich da nicht richtig geklickt habe. So, hier ging es nicht noch runter.
Und dort ist versperrt. Und hier ist noch eine Kiste. Also hat sich schon mal gelohnt. Nee, ich habe das Spiel eine Weile ausgehabt jetzt und habe jetzt auf dem letzten Schiff bis zu einem Monster Hunter Event, bevor es wegging, gewerkelt. Leider war ich halt wirklich viel zu spät dran. Dementsprechend konnte ich jetzt die Story davon nicht aufnehmen. Aber Kurzfassung, im Grunde genommen ist in den Simulationsdingen von den Soldier. Okay, da kann man hochklettern. Ist Rathalos und ein paar Feline aus der Monster Hunter Welt reingekommen. Wir dürfen da nicht rein. Und die Feline hatten so viel Angst, dass sie, dass das System mehrere Rathalos reingepackt hat. Und da haben dann in der einer Zeit eben Zack und in der anderen halt Cloud und seine Freunde dann die Rathalos besiegt und die Feline haben sie halt mit den vom Event aus Event gezeigten Waffen und Rüstungen ausgestattet. Und das war's eigentlich. Haben die halt dann die Rathalos besiegt und die Feline sind nach Hause. Das war's. Aber ich hab halt den letzten Teil nicht mehr gehabt dann. Stop right there! You! Do you know who I am? Du bist Root. Well, yeah, I don't know what you want, but I know you're a Turk. You're right about that much, which should make the rest easier. It's difficult to explain what the Turks do. Kidnapping, for one. That's a harsh way to put it, but these days it's not so simple. Ja. It's alright, Root. I know you don't like speeches, so don't force it. Then explain, Elena. I'm the newest member of the Turks, Elena. Thanks to what you did to Reno, we are short-handed. But because of that, I got promoted to the Turks. Anyhow, our job is to find out where Sephiroth is headed, and to try and stop you every step of the way. Wait a minute, it's the other way around. You're the ones that are getting in our way. Elena, that's enough. You ready? Wow. Soll ich langsam machen? Wahrscheinlich, ne? Musik. Nice. It's hard to put it in words, so why don't we show what we mean instead? Okay. Bisschen langsamer, weil das ja Hauptcharaktere sind. Oder vielmehr Miniboss. Beziehungsweise eher Boss in diesem Fall. Alle haben sich gegenseitig geheilt. Pass. Ja, Elena erinnert mich aber auch an Elrena. Aus Kingdom Hearts. Wahrscheinlich besteht da sogar ein Zusammenhang. I mean, sie ist close enough von der Art her, ne? Okay, wir haben eine Provoke ab. Aber. Wir müssen gleich die Ultimates von den anderen machen. Ja? So, Cloud, hat immer. Dein Ding ist halt voll.
Confusion. Wer hat Confusion? Okay. So. Was dürfen wir? Okay, er hat sich gebufft einfach nur. Ja, ist gut. Diese Erklärungen ständig. Ja, ist klar. Dankeschön. Ich habe den Loot. Ich finde auch ein bisschen doof, dass die Ultimates nicht vor den Auto-Battle benutzt werden, weil wofür hat man ein Auto-Battle außer, dass er halt Auto-Battle. Wieso soll ich denn da noch die scheiß Ultimates benutzen? Haben die das nicht programmiert gekriegt oder was? Andere Spiele machen das auch. Kriegen das auch hin, dass das Ultimate mit integriert wird in die AI. Oder KI in diesem Fall. Weil es ist ja nicht schlimm, wenn sie es nicht reinbinden konnten, aber man wundert sich halt, warum das so ist, wie es ist, ne? Das ist eine Designentscheidung gewesen. Der Hut ist down. Wenn wir uns um die Arena kümmern. Bisschen heilen. Das ist ja richtiger Schmerzensschrei, wenn sie getroffen wird von der Attacke. Okay, das war effektvoll. Okay. Seltsames Level-Ups. Root, Elina, is it all you are capable of? Oh, Seng. Noch einer von denen. Seng! Root's right, Elina. There's no need to tell them everything. Sorry, Seng. I thought I gave you your orders. Ah, right. Now go, don't forget to file your report. Very well, Root and I will go after Sephiroth, who's heading for Junon Harbor. Elina, what did I just say? Oh, I'm sorry. Go, don't let Sephiroth get away. Yes, sir. Reno said he wants to see you after the injuries you gave him here. He wants to show you how much he misses you all with a brand new weapon. Well then, Aerith, long time no see. Now that Shinra's focus is on Sephiroth, looks like you won't have to worry about us for a while. What are you saying? That I should be grateful to Sephiroth?
No, I won't be around to keep an eye on you, so take care. Strange hearing that from you. Goodbye, everyone. I pray you stay out of Shinra's way. Das Licht! They said Sephiroth was headed to Junon Harbor, right? Wait, you're going to trust the Turks? We don't have anything else to go on. He's right, we should check it out. Jetzt kommt nicht mal einfach mal Gegner, die fangen einfach so an. Was zum... Oh Gott. Und sonst haben sie ja immer noch irgendwelche Gründe vorgeschoben, warum sie kämpfen. Jetzt ja einfach Battlestar. Ganz egal. We got company. Ah, was? Schon die ganze Zeit. I've never seen monsters like these before. It doesn't matter. We take down whatever in our way. Headshot pile. What kind of town is Junon? It's a fortified city with an airport and a harbor. It's also the location of Shinra's secondary headquarters. Security's tight, so it won't be easy to get in. We should gather information in Under Junon first. Under Junon? The town where the sun never shines reminds me of the slums. Let's go. Ja, der erinnert wirklich ein bisschen an die Slums vom Aussehen, ein bisschen so. Having arrived in Under Junon, Cloud and the others search for a way to infiltrate the city above. That reminds me. You again? Who are you? You will find out soon, but more importantly, 5 years ago. 5 years ago? Nibelheim? When you went to Mount Nebel, Tifa was your guide, right? Yeah, it surprised me. But where was Tifa other than that? I don't know. It was a great chance for you two to see each other again. You're right. So why didn't you meet up? Just the two of you? I don't know, I can't remember clearly. Cloud? Why don't you try asking Tifa? Yeah. Cloud! What's wrong? You seem out of it. Tifa, I want to ask you something. Okay, what is it? When Sephiroth and I went to Nibelheim, where were you? We saw each other, remember? The times other than that. It was 5 years ago, I don't remember. Hey, do you hear that? I think it's coming from above. Das klingt nach einem Gold Saucer oder sowas. What they heard was a rehearsal for the ceremony to welcome the new Shinra president, Rufus, to Junon.
It proved to be a good distraction and they seized the opportunity to infiltrate Yunnan. Studio White. Ich glaube, davon war ein Trailer in den SFF7-Neuen Teil. The group disguises themselves and sneaks into the city to find out. Ja, ich hätte das lesen sollen, statt was zu sagen. Da sind sie wohl. Whisper, whisper. Do you think Cloud managed to sneak in? Whispers, whisper. Yeah, there he is. Front row, far left. Good work, man. Why by sea? The long-range airship is still being prepared. It should be ready in about 3 more days. Yeah! Enough with the stupid horse love. Things are different from when father was in charge. Yeah. Heidegger was really irritated. The man in the black cave has been seen around the city, but we can't find him. But why have the president helped with the search? There's a rumor going around that it's Sephiroth. You still haven't located Cloud and his friends? We will, and when we do, we will crush them. They will reveal themselves if they hear rumors of Sephiroth being in town. Leave it to me, I make sure they don't trouble us any longer. Yeah! What did I say about the last? Yeah. Cloud? Attention, dismiss! That poor soldier. I heard Heidegger's got a lot of on his plate, but nothing's going well. Like the search for Hojo, who quit the company and just disappeared. Are you deaf? I said you're dismissed! Wow. Das war wohl einfach, ihn abzuhängen. Alright, we're in the clear. Looks like Rufus is chasing Sephiroth too. Then should we follow him? Yeah, that's the only lead we have. Let's sneak onto his ship. We need to tell everyone else. Heidegger and Rufus. The man in the black cape and Sephiroth and Hojo who just up and disappeared. Let's go, there has to be something on the other side of the ocean. We will cross the ocean and head to the new continent, even if we have to wear Shinra on uniforms. Okay, das war scheinbar Chapter 5. Ja. Und dementsprechend geht es dann das nächste Mal weiter mit Chapter 6 On the Road. Werde ich wahrscheinlich gleich direkt aufnehmen, aber für dieses Video ist hier gerade zu Ende. Dementsprechend danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.